Tja, schön hier, ne? Also, ich nutze auch jede Minute, um wirklich hier noch draußen zu sein, weil ich weiß ja nicht, wie mein Test ausgeht. Der hammerharte Adolf, wie hieß denn der doch gleich, der da aus dem Süden kommt, auch mal wieder. Der geile Typ da aus Bayern, der stramme, große, schlaue, nee, schlau ist der nicht, der kann ja keine Zahlen lesen, aber große Klappe aufreißen kann er und sich einen komischen Mundschutz umbinden und so. Also der Söder, ja genau, da fällt mir wieder ein. Oder so. Dem muss ich doch jetzt mal die Zahlen erklären. Also warten Sie mal ab, ich hole das Blatt mal raus und ich setze mich mal hier um die Ecke, schön in den Wald und dann kann es losgehen. Minus 145 aktive Infektionen. Ob die aktiv sind oder nicht, weiß ich nicht. Bestätigte Infektionen plus 1851. Also das ist der Wert, wo einfach immer nur oben drauf gepackt wird, wenn irgendwo ein positiver PCR-Test gefunden wird. Völlig unseriös, dieses Ding als Infektion zu bezeichnen. Zuwachsrate 0,43%. 0,68%. Mit einem roten Dreieck dahinter. Völlig unseriös, das überhaupt als Zuwachsrate zu erklären. Reproduktionszahl 1,06. Ist gefallen auf 0,92. Also um die 1. Es wird nicht schlimmer, es wird nicht besser. Bei gleicher Anzahl von Tests haben wir die gleiche Anzahl von fehlerhaften Tests. Das heißt, es passiert gar nichts. Todesfälle, da haben sie plus 9 als Todesfälle mit positiven PCR-Test deklariert. Wunderbar. Dann haben wir also in der Gesamtzahl 9.402 Todesfälle inzwischen. Covid-19-Intensivfälle im Moment auf deutschen Krankenstationen 293. Tja, wenn wir mal wüssten, was Covid-19 ist, ne? Also das wäre ganz sinnvoll, wenn wir unsere zukünftigen Todesfälle wirklich mal sauber deklarieren als Corona-Tote, wenn sie es denn sind. Was ich wage zu bezweifeln. Auch bei den Grippetoten ist das schon nicht vernünftig passiert. Das können Sie nachlesen in älteren Berichten vom RKI und drumherum. Unsere Grippetoten waren in den vergangenen Jahren mehr oder minder Schätzzahlen. Und das, was ich inzwischen über Viren weiß, sagt ganz klar aus, Viren, die ihre Wirte töten, sind nicht reproduktionsfähig. Also sind erfolglos letztendlich und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt jemand an so etwas stirbt. Das meiste sind eben dann Tote, die an Embolien, Thrombosen, sonst wie was versterben, an Fehlmedikamentation, an Herz-Kreislauf-Leiden, an Krebs, weiß der Teufel. Da gibt es Hunderttausende an Menschen, die an irgendwas sterben und von diesen sind jetzt hier also plus 9 als Covid-19-Todesfälle ausgewiesen worden. Okay. Also so viel zur aktuellen Statistik, ja. Wenn jetzt also jemand Panik schiebt und härtere Maßnahmen fordert wie Herr Söder, dann hat er diese Zahlen wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Oh. Yes. Das ist ein Genuss. Ich sitze hier an der Havel. Und genieße den Ausblick. Vielleicht ist es ja mein letzter für die nächsten Tage, wer weiß. Vielleicht muss ich ja in Quarantäne. Das wäre schade. Ja, also ich wäre viel lieber hier und würde auf die Hake gucken und vielleicht nochmal reinspringen zum Schwimmen.